Rund um das Baumhaus Friedrichsbrunn lädt ein musikalischer Theaterparcours die Teilnehmer auf eine märchenhafte Reise ein, auf der die Kinder zu Forschern werden und mit allen Sinnen die Natur entdecken. Mitten im Wald erleben sie ihr ganz eigenes Theaterabenteuer. An 10 Stationen, die musikalische, theatrale, spielerische und gestalterische Elemente beinhalten, gibt es verschiedene Aufgaben zu lösen. Das Karpfenklavier ist verstimmt. Die Bäume werden müde. Die Igel haben sich verlaufen und die Spinnen wissen nicht mehr, wie sie ihr Netz reparieren können. Nur wer den Waldbewohnern helfen kann, wird am Ende mehr über die Geschichte der Waldgeister erfahren und das Rätsel der versteckten Truhe lösen. Wir als Theaterlandschaft haben seit jeher den Schwerpunkt im Kinder- und Jugendtheaterbereich. In dem Projekt im Mittenwald Kids haben uns 2 Themen beschäftigt. Einmal die starke Digitalisierung, die während der Corona-Pandemie natürlich auch nochmal verstärkt in unser Leben getreten ist. Und damit verbunden die Suche nach einer Gegenwelt, nach einer sinnlichen Erfahrungswelt und gleichzeitig natürlich hier im Harz das jahrelang andauernde Waldsterben, was tatsächlich jetzt massiv sichtbar ist. Und wir haben versucht, diese 2 Themenschwerpunkte zusammenzubringen und haben in einem 10-köpfigen Team einen theatralen Parcours und dazugehörige Workshops erschaffen. Dieser Parcours greift in 10 verschiedenen Stationen die Grundelemente des Theaters auf, also Gestaltung, Klang und Spiel. Inhaltlich beschäftigen sich alle Stationen mit dem Thema Wald. Die Waldbewohner haben nämlich ein Problem. Sie haben die Waldgeister verloren, die Waldgeister sind ihnen abhanden gekommen und wir müssen sie ihnen zurückbringen. Hallo, gut, dass ihr da seid. Ihr könnt mir helfen. Aber seht bloß nicht so genau hin. Ich bin ganz farblos und blass. Die Waldgeister sind dabei das märchenhafte Element in unserem Parcours. Denn sie stehen für unsere Verbindung zur Natur. Sie stehen dafür, dass wir Menschen es vielleicht manchmal auch verlernt haben, mit unserer Umwelt in einem ganz direkten und unmittelbaren Kontakt zu stehen. Und wenn wir uns auf die Suche nach den Waldgeistern begeben, dann begeben wir uns vielleicht auch ein Stück weit auf die Suche nach dem Ursprünglichen, auf die Suche nach unserem Kontakt zur Natur und letzten Endes zu uns selbst. Und das ist etwas, was uns ganz wichtig ist zu vermitteln und etwas, was in der heutigen Welt sicherlich sehr wertvoll für Kinder und Erwachsene ist. Bei unserem Inmittenwald-Parcours erfahren sich die Kinder als ganz körperliche Wesen. Sie erfahren sich als handlungsfähige Wesen in der Umgebung Wald und spüren aber auch gleichzeitig, dass der Wald ständig in Bewegung ist. Also es ist eigentlich ganz interessant, weil die Kinder kommen oft zu den Stationen und müssen dafür einen Hang hochlaufen und reagieren oft mit, oh, ist das irgendwie anstrengend, oder sie pieksen sich an irgendeiner Pflanze oder weichen irgendwelchen Insekten aus. Sie reagieren eigentlich ständig auf den Wald. Und sie erfahren sich auch als einzelne Person in der Umgebung Wald und gleichzeitig aber auch als Teil einer Gruppe, mit der ich zusammenarbeiten muss, um weiterzukommen. Wir haben die verschiedenen Stationen im Prinzip gefunden, als wir im Dezember das erste Mal das Gelände begangen haben und Orte gesucht haben, die irgendwie besonders waren, uns irgendwas gesagt haben. Und dann haben wir angefangen, mit diesen Orten im Prinzip zu arbeiten, uns zu überlegen, was diese Orte sein könnten, mit den anderen Kollegen zusammen von der Dramaturgie. Wir haben insgesamt 9 Stationen geplant und gebaut. Es gibt mobile Stationen und es gibt fest installierte Stationen. Die größte Station und der Startpunkt, Ausgangspunkt ist die große 200 Quadratmeter Terrasse auf der Wiese. Weitergehend gibt es mobile Stationen wie die sprechende Tür und unter anderem einen Weidentunnel. Und meine Lieblingsstation ist immer noch die Igelbahn, da für mich als gelernte Tischlerin das natürlich wunderbar ist, mit dem Material Holz zu arbeiten. In den letzten 6 Monaten haben wir den Inmittenwald Kids Parcours hier in den Wald gebaut. Wir wollten ursprünglich eine Art Rotkäppchen 2.0 Parcours in den Wald bauen,
weil der Wald wie in vielen anderen Märchen auch bei Rotkäppchen eine zentrale und bedeutungsvolle Rolle spielt. Auf dem Weg haben wir aber gemerkt, auch nach einem Märchenworkshop bei einer Märchenexpertin, dass uns der Wald als Protagonist interessiert. Und darum haben wir unsere eigene Geschichte geschrieben, in dem Waldbewohner, also Pflanzen, Pilze, Tiere und der Wald selber die zentrale Rolle spielen. Als die Entscheidung gefallen war, dass wir selbst eine Geschichte entwickeln, haben wir gleichzeitig angefangen zu schreiben, das Ganze dramaturgisch zu begleiten, die Station zu bauen und die technische Umsetzung oder die technische Programmierung des Buches zu entwickeln. Das verbindende Element des Parcours ist ein magisches Buch, konzipiert und entwickelt von Erwin Stache. Das Buch funktioniert auf einer RFID-Technik, das heißt, an verschiedenen Stellen innerhalb des Parcours sind kleine RFID-Chips versteckt und wenn ich mit dem Buch mich diesen nähere, wird in dem Buch eine Sounddatei ausgelöst, die dann eine Geschichte erzählt oder einen Klang abspielt. Öffnet das Buch! Oh, wie gut, dass ihr da seid! Das Schöne an diesem Buch ist, dass es auf sehr spielerische und haptische und besondere Weise die ursprüngliche Welt mit der elektronischen Welt verbindet. Denn man erwartet von einem normalen Buch nicht unbedingt, dass es auf einmal anfängt zu sprechen. Das hat einen sehr magischen Moment, der die Kinder sofort von Anfang an des Parcours in Staunen versetzt und nicht mehr loslässt, bis sie dann ihren Schatz gefunden haben. Frühling, alle haben Lust. Endlich ist der Winter vorbei. Wir schauen nach vorn, auch wenn die Zeiten schwer sind. Wir sind hier am Weidentunnel, den wir bauen. Und zwar haben wir erstmal Löcher gebohrt, einen Weg begradigt, alles markiert. Im Prinzip Rohre eingebaut in den Boden, richtig schön stabil. Und gebogene Armierungseisen. Ja. Ja. Darauf festgeschweißt, sodass wir jetzt erstmal ein Grundgerüst haben. Und das verbinden wir jetzt. Wir machen jetzt Querverbindungen, damit das Ganze noch stabiler wird, bevor wir dann die Pflanzen, die Weiden daran setzen. Im Mai konnten wir das dann alles zum ersten Mal ausprobieren. Es war ganz schön aufregend, weil Klassen aus der Umgebung hierher gekommen sind, um mit uns sogenannte Testdurchläufe zu machen. Es ging darum zu gucken, wie funktioniert alles, wie wirkt es auf die Kinder. Die ursprüngliche Idee war die, dass die Kinder also als drei Gruppen durch den Wald gehen, nämlich als Erdgruppe, als Windgruppe und als Wassergruppe. Diese drei Gruppen durchlaufen unterschiedliche Stationen und kommen am Ende zusammen. Und durch die Rückmeldung der Kinder, dass ihnen eigentlich fehlt, auch zu sehen, was die anderen Gruppen machen, haben wir uns danach dafür entschieden, einen großen Erzählstrang zu machen, bei dem die Gruppe zusammenbleibt und als ganze Gruppe durch den Wald geht, um alle Stationen zu durchlaufen. Thank you.
Das Mittenwald-Projekt soll ja den Jugendlichen und den Kindern, ich sag mal, noch mehr Bezüge und Feinheiten der Natur vermitteln, um sie zu sensibilisieren für die heutigen Anforderungen, die unsere Natur ausgesetzt ist mit den klimatischen Veränderungen. Und das haben wir versucht, hier in einzelnen kleinen Stationen attraktiv zu machen für die Kinder auch, die ja heute natürlich in der schnelllebigen Zeit mit Handy und Internet für solche Sachen gar nicht mehr so offen sind. Die einzelnen Stationen sind deswegen auch so extrem verschieden und genau angepasst für die einzelnen Anforderungen. Und es ist heute so wichtig, dass jeder einzeln seinen Beitrag dazu leistet. Und das kann man schon als kleiner Mensch genauso wie als großer. Das Besondere am Projekt im Mittenwald Kids ist, dass hier der Wald zur Bühne wird. Dieser ursprüngliche Raum ist der Raum, der uns die Geschichten erzählt, der uns Klänge bringt, der uns Gerüche bringt, aus denen wir unsere eigenen Geschichten entwickeln können. Also es war cool. Also die Vorstellung war, dass wir im Wald irgendetwas erleben. Also ich habe was gemacht, da wo mit so Igeln suchen und Igel runterrollen lassen, so eine Igelbahn. Aber das, was die Mitarbeiter hier vorbereitet haben und mit den Kindern durchgeführt haben, das ist sowas Tolles, Fantastisches. Sie haben nicht nur die Natur entdeckt, sondern mit der Natur gearbeitet. Sie haben Sachen selber herstellen können. Es ist einfach nur eine ganz tolle, fantastische Idee, die hier vorbereitet wurde. Und mit der Igelbahn habe ich gar nicht gerechnet, also das war cool. Wir werden garantiert es unseren anderen Schülern der Schule erzählen und garantiert kommen einige andere noch einmal hierher zu besuchen, diesen Waldparcours mitzuerleben. Ein herzliches Dankeschön, es war toll.